Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Im letzten Part haben wir hier bei König Midas die Bleiblöcke zu Goldblöcken umgewandelt. Oder Barren waren es, ne? Bleibarren zu Goldbarren, ist klar. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich glaube, jetzt kommt das letzte Level von Griechenland oder der letzte Abschnitt von Griechenland. Und ich hoffe mal, der Sound ist okay. Ich habe keine Ahnung, es hört sich für mich so an. Ich habe gerade eben kurz nochmal eine Testaufnahme gemacht. Das mache ich immer, bevor ich anfange aufzunehmen. Der Spielesound hört sich leise an, aber ich habe es überprüft. Es ist genau dieselbe Lautstärke und ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber ihr könnt ja mal schreiben, ob das so okay ist vom Sound. Aber vermutlich ist es eh okay, von daher. Naja. So, hier müssen wir irgendwie lang. Schneller, Lara, Lara. Wir saufen. Haha. Lara, jetzt sind wir gleich tot. Oh nein. Lara ertrinkt. Sie ertrinkt. Ja, das war ein bisschen blöd. Wo war jetzt das große Medipack? Ich glaube oben, ne? Ah, ich habe... Okay, unten war es kleine. Sehr gut. Ich habe eh nur noch kleine Medipacks, von daher... hier kann man, glaube ich, überhaupt nichts machen. Das hier ist einfach nur, um Luft zu kriegen, ne? Jo. Einfach nur ein Luftbecken. Und weiter. Ich glaube, hier... Ui. Ich hoffe, jetzt kommt nicht dieses Wasserrätsel. Wenn das jetzt kommt, dann bin ich verloren. Leute, bitte. Oh, kein Wasserrätsel. Grab von Tihokan, oder wie der heißt. Hier sind Ratten. Ratte. Danke. Noch eine. Oder eine Fledermaus. Irgendwas ist hier auf jeden Fall noch. Naja, kann mir eigentlich auch egal sein. Ist hier noch was zum Sammeln? Und vor allem, wie viel können wir denn jetzt sammeln? Zwei Artefakte. Alles klar. Sollte machbar sein. Müssen wir das Ding da wieder reinschieben. Halbwegs. Jo, so passt es doch. Damit wir an den Schalter können. Und wo ist diese Ratte? Ich höre sie doch. Zacka. Jawohl, vielleicht kommt jetzt auch eine Fledermaus hochgeflogen. Wer weiß. Und ich bete darum, bitte nicht die Mission, die ich jetzt glaube. Bitte nicht. Wow, hier sind zwei. Heftig. Aber ich glaube... Nein. Nein. Oh Gott. Nein. 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 Keine Sorge, Lara. Das Wasser ist sehr erfrischend. Nein. Okay. Es ist meine Hassmission. Diese Mission wollte ich vermeiden in dem Let's Play. Danach kommt nur noch Ägypten. Ja, wir sind auch in diesem Part in Ägypten. Wie in auch vielen anderen Tomb Raider Parts. Und... Ja... Tomb Raider Anniversary, dieses Rätsel beziehungsweise Ägypten, ich hasse es. Und hier ist es auch, Wasser steigen lassen und wieder senken. Och Gottchen, nein. Das wird Zeit fressen, da werde ich ein paar Parts dran sitzen, da bin ich mir sicher. Und vor allem alle Sachen zu finden, eine habe ich ja vorhin schon gesehen. Also ich glaube, das ist zwar nur Munition, aber ich glaube dort... Also eins von den Sachen ist doch bestimmt ein Artefakt oder sowas, ey. Oder da hinten. Könnt ihr mir ja nicht erzählen. So. Komm, Lara. Das schafft sie nicht. Und das Fiese ist, hier schwimmen halt auch irgendwelche Krokodile rum. Seht ihr da unten? Da, Krokodil. Wartet. Da. Und da sind ganz viele Krokodile. Und ich mag sie nicht. Naja, wir müssen ganz schnell sein einfach. Dann kann sie da kommen. Sie kommt da hoch, oder? Oh, scheiße. Ich glaube, die Krokodile werden uns auffressen. Uah. Oh, oh, Leute. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Ich will wieder zurück, du Kroko. Ganz zurück. Und ich hoffe, Lara macht jetzt nicht schlapp, ne?
Ja, komm her, du. Komm her, dich mach ich platt hier. Komm, stirb jetzt endlich. Stirb. Ich weiß nicht, ob ich ihn so treffe, aber es wird mir ja angezeigt, dass ich ihn treffe. Einfach ein bisschen, ja. Physik deactivated. Okay. Ah, okay. Alles klar, dann lasse ich das Ding erst nochmal runter. Wir brauchen es ja momentan nicht. So wie es aussieht. Jawohl. Jetzt müsste das eigentlich machbar sein. Kontrollpunkt wird mir hier angezeigt. Nee, Moment. Ah, doch. Doch. Okay. Das sollte funktionieren. Nein, verfehlt. Na, ah, fast. Fast hätte es geklappt. Das kommt halt vor. Dass sie mal ein bisschen zu schnell ist oder zu viel Schwung hat. Das kommt vor, Leute. Dass sie das jetzt gemacht hat, das verwundert mich dann doch schon. Guckt mal da unten. Munition. Für Munition opfere ich jetzt nicht meinen Standpunkt. Oder was heißt Standpunkt? Mein Hangpunkt, ja. Das passt irgendwie besser. Komm! Na, das war kein Problem für sie. Ja. Ja, ja, ich kenn's wieder. Ich hab es gehasst. Und ich hasse es, glaube ich, immer noch. Also mein Ziel ist es, da hochzukommen. Und ich komme da nicht hoch mit dem Wasser. Ich muss dort erst eine bestimmte Plattform hinbringen. Und die ist da unten irgendwo eingesperrt. Da sieht man es auch schon. Da ist so ein Gitter, das muss ich hochlassen. Dann kommt da so eine Plattform und dann muss ich mit dem Wasserlevel spielen, damit ich das Ding hier irgendwie da hinkriege. Und dann kann ich da drauf und dann da hoch. Und das ist scheiße. Genug gejammert. Machen wir einfach weiter. Kein Artefakt bis jetzt. Das sieht nicht gut aus. Und ich weiß, danach kommt, glaube ich... Nee, danach... Nee, 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 Bosskampf kommt da nicht. Doch. Doch, shit, ich glaube, danach kommt sogar noch ein Bosskampf. Ich hoffe aber nicht, dass einer kommt. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Das war nicht schlau, das war dämlich. Und wieder ganz von vorne. Ach Gottchen, ach Gottchen. Oh mein Gott. Oh. Na gut, dann probieren wir mal was anderes. Anstatt, dass wir hier jetzt gleich schon verzweifeln, da können wir uns ja runterlassen. Das ist ja kein Thema. Gehen wir einfach mal hier lang. Jawohl, Lara. Sehr gut. Ich will jetzt erstmal runterkommen. Sobald ich unten bin, ist, glaube ich, das Schlimmste geschafft. Aber bring dich nicht um. Ja, okay. So ist okay. Ein bisschen Schaden kriegen ist okay. Kommt ihr da mal raus? Ich glaube, der stirbt dann auch gleich. Und ich hoffe einfach mal, eure Ohren, die werden nicht wieder so zerballert wie in Mass Effect, falls ihr das gesehen habt. Oder das kommt, glaube ich, erst noch in Mass Effect, ey. Boah, war das laut, ey, meine armen Ohren. Komm schon, stirb jetzt! Denn ohne die Krokodile habe ich nichts mehr zu befürchten. Die Krokodile sind so das Schlimmste. Ich gucke erstmal hier auf der Seite. Ist hier vielleicht ein Artefakt versteckt oder irgendwas in der Art? Ja, hier ist zumindest mal ein Medipack, ein kleines. Kann man immer gut gebrauchen. Vor allem ich. Ne, ich. Ich kann das immer gut gebrauchen, denn ich sterb schnell in diesem Spiel. So. Aber ich glaube so, es ist ein blödes Rätsel, aber ich glaube so komplex war das gar nicht. Also es war schon nervig, aber nur weil ich es damals halt absolut nicht gerafft habe. Gerafft habe. Ne, ihr wisst wie ich meine, ne? Ja, ja, wisst ihr schon. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich will jetzt mal hier hochklettern. Ich will mal gucken, was da ist. Also bitte lasst mich, ja? Lasst mich da hochklettern jetzt. Ich will jetzt da mal... Sie sollte eigentlich nach oben springen, aber sie will nicht. Aber wisst ihr was? Ich nehme die Abkürzung.
Ja, kommt. Wollt ihr mich fressen, hä? Ihr dummen Krokodile, ey. Euch zock ich ab. Okay, ich treffe ihn wieder nicht. Da muss ich wieder ein bisschen drüber zielen. Ja, erst abhauen wollen, ne? Ja. So kennen wir dich. Du blödes Krokodil. Alles klar. Ich sollte mal aufhören, hier rumzuspielen und anfangen, dieses Ding hier zu drehen. Denn es ist ja nicht umsonst da. Ich hoffe mal, das Wasser wird mich jetzt nicht hochdrücken, sondern es soll runtergehen. Und ich glaube, es geht runter, ja? Ja. Und da ist auch ein Artefakt. Wunderbar. Kann ich das Medipack vielleicht nochmal sammeln? Finde ich klasse. Ich glaube, es ist wieder da, oder? Komm schon, Medipack. Medipack? Ja. Cool. Aber ich glaube, es hat mir jetzt kein extra Medipack gegeben, sondern halt das andere ist wieder weg gewesen und jetzt ist es wieder neu da, damit ich es wieder neu sammeln muss, damit ich wieder die Zahl habe, als ich es gesammelt hatte. Und das ist sehr komplex, was ich hier rede und es interessiert keinen. So, deswegen gehen wir jetzt da einfach runter. Okay, das haben wir, ja, das haben wir überlebt. Ich bin mir, ja, okay, hier haben wir eins, aber hier war noch mehr. Aha. Und da. Ja, okay. Ist gut. Und hier müsste jetzt das andere aufgehen. Oh. Und wie geht das Ding da auf? Wenn ich jetzt da runtergehe, ne? Ja. Okay. Ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Jetzt muss ich nur hochkommen und dann bin ich schon gerettet. Kann sie da hoch? Nee. Natürlich nicht. Natürlich kann sie da nicht hoch. Muss man erst einen coolen Wandsprung machen oder was? Sie kann keinen Wandsprung. Wieso kann sie keinen Wandsprung? Lara muss doch Wandsprünge machen. Und da muss sie sich auch festhalten. Also bitte, Lara, halte dich. Halte dich. Sie will nicht. Wieso mache ich es mir so umständlich? Das ist ja dämlich. Hier ist aber auch nichts versteckt. Da muss sie hoch. Hallo? Ey, nee, jetzt verzweifle ich schon hier. Wie komme ich hier wieder raus? Hier war doch irgendwo ein Haken. Ey, der... Komm, du Haken. Komm. Wie soll ich denn das... Okay. Ah, noch ein Medipack. Perfekt. Ich fände es aber besser, wenn dort das zweite Artefakt gewesen wäre. Ach, so funktioniert es. Alles klar. Wunderbar. Ich brauche also insgesamt... Ja, ich weiß wieder, wie es geht. Och Gott. Och Gott. Ich muss zuerst die Kiste da oben, ne? Die kennt ihr ja sicher auch noch. Die Kiste der Kisten. Die muss ich zuerst auf den Schalter machen, damit diese Plattform frei wird. Danach muss ich den Wasserspiegel kurz heben, die Plattform in diese Richtung ziehen, dann das Wasser wieder runterlassen, die Kiste auf die andere Plattform machen, damit das Ding runtergeht, den Wasserspiegel wieder anheben, das Ding da reinziehen, danach ganz hoch den Wasserspiegel wieder anheben und oh nee. Muss das sein? Und vor allem, wieso ist sie vorhin bei der Leiter nicht hoch? Ich probiere das nochmal. Sie muss da... Ich muss da lang, also. Da komme ich nicht drum rum. Bei der Leiter ist halt einfach schneller. Ich muss das mit der Leiter jetzt schaffen, sonst habe ich ein Problem. Ja. Und was... Das ist komisch, was die hier gebaut haben, ne? Das ist sehr komisch. Hier vielleicht was versteckt? Nö. Also gut, probiere ich es nochmal mit der Leiter hier.
Ach, ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Jo, ich weiß, was der Fehler war. Oder? Ich wollte nach oben, aber ich muss nach da. Das ergibt natürlich Sinn. Das ergibt sehr viel Sinn. Are you kidding me? Okay, das war Absicht, damit ich wieder oben... Ich hoffe, ich spawn oben, ne? Bitte, spawn oben, Lara. Okay. Leute, das wird ein sehr, sehr langer Part. Wobei, der wird nicht lang, der wird einfach nur sinnlos. Das hier ist ein sinnloser Part. Ich habe hier ein bisschen erzählt, wie es funktioniert, aber geschafft habe ich nichts. Muss es auch mal geben, solche Parts. Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre jeder zweite Part so ein Part, ne? Nee. Doch, vielleicht. Oh Mann. Ich muss die Kiste da runterboxen. Und jetzt? Och nee, nicht ernsthaft. Oh. Sie hat es echt geschafft, hey. Ich bin beeindruckt, ja? Ein bisschen beeindruckt bin ich dann doch. Okay. Kriege ich nochmal einen Speicherpunkt? Oh, wisst ihr was? Dann mache ich es ganz einfach. Jetzt mal gucken. Jetzt bin ich mal... Kann ich das Ding bewegen, auch wenn unten kein Wasser drin ist? Theoretisch müsste das gehen. Ja, jetzt war hier nämlich ein Kontrollpunkt. Jo, das Ding flutet einfach alles. Gut, ich wollte nur den Kontrollpunkt haben. Oh. Oh. Denn jetzt spawne ich nicht mehr unten, sondern hier oben. Und oh, ich glaube, ich sehe es. Ich glaube, ich habe es gefunden. Kann ich ja gleich nochmal gucken, ob das wirklich schon das zweite Artefakt ist. Wenn das wirklich beide sind, dann habe ich ja eigentlich schon gewonnen. Jawohl, Lara. Perfekt. Ey, sie arbeitet echt mit mir zusammen. Das finde ich gut. Zack. Und zack. Jawohl. Nee, das ist auch nur Munition, ne? Ey. Das gibt's doch gar nicht. Haben sie hier überall Munition? Wobei, es kann sein, es kommt danach noch ein Raum, der zu dem Level gehört. Ich glaub's zwar nicht, ich glaube, das nächste ist dann wirklich ein eigenständiges Level. Nee, gar nicht. Gar nicht. Danach kommt ein Bosskampf. Und der findet auch noch in diesem Levelabschnitt statt, glaube ich. Ja, nee, Lara, war schon richtig. Und, mach jetzt keinen Scheiß. Runter mit dem Ding. Blobs. Und jetzt gehe ich da mal lang. Hier ist doch sicher irgendwas. Nein. Nein, Lara, warum? Tu mir das jetzt nicht an. Bitte, nicht wieder unten. Oder hier am Anfang, bitte nicht. Sehr gut. Es hat's gespeichert. Ich bin zu früh abgesprungen. Das ist das Ding. Das ist das Ding der Dinge. Und außerdem soll man hier nicht so springen, sondern man soll sich hier dranhängen und springen. Aber ich habe das natürlich nicht gesehen. Und wieso sollte man hier runter? Wieso? Sie will sich hier nicht runterlassen. Ich riskiere es jetzt einfach nicht. Wer nicht will, der hat schon. Perfekt, perfekt. Ich habe die beiden Küsten. Jetzt ist nur das Ding. Kann ich es da raufschieben? Ja. Plops. Jetzt muss ich nur noch heil runterkommen, aber das geht ganz einfach. Oh. Wir nehmen einfach wieder die Abkürzung. Denn die Krokodile sind ja alle weg. Ein Glück, ein Glück.
So, und bevor ich jetzt unübermäßig Zeit verschwende, und der Part ist schon fertig eigentlich, aber ich schieb jetzt noch kurz runter, bevor ich ja lange Zeit verschwende, ich dachte, sie hält sich hier fest. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part werden wir die zwei Kisten da reinschieben und dann lasse ich jetzt lieber schon mit das Wasser runter. Und ja, im nächsten Part werden wir das machen und hoffentlich finde ich dann noch das zweite Artefakt und ich finde überhaupt, ich sollte mal einen Weg finden, wie ich das Ding öffnen kann. Und falls ich das wirklich schaffe im nächsten Part, freut es mich natürlich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.